Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Black Flag. Ich war schon mal so frei und habe mich mal kurz hier hin teleportiert. Mal gucken, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie es heißt. Das gibt's ja nicht. Wo sind wir denn jetzt? Genau, Petit Cavern sind wir. Das ist die 901. Die ist fast ganz unten. Aha, die ist also drin, da hinten auf dem Stein beim Übergang. Gut, kriegen wir hin. Und ich muss mir jetzt einmal mal töten müssen. Natürlich, das Schwergebiet. Hep, hep. Zufälligerweise weiß ich ganz genau, wo die ist. Ja. Nö. Nein, nicht schießen. Was ist das? Das war gerade eine ganz knappe Geschichte. Huh. Die gibt mir gerade auch ein bisschen auf den Keks, muss ich ehrlich sagen. Na, ob hier der richtige Weg ist, ob das klug ist. So, tschüss. Auf dem Boden, Gracie. Ich kenne mich mit Schwarzpulver aus. Es war da hinten. Ich gucke nicht, ich kann das jetzt alle da angreifen. Steht fest! Wow! Also geht's natürlich auch. Also. Ja, dann kommt mal runter hier. Uah, da ist er. Gott, hat der mich jetzt erschreckt. Gar nicht gesehen. So, auch tot. Jetzt muss ich hier nur wieder hochkommen. Das wäre hier. Dank den Sternen, dass die Ziele nicht zurückschießen. Und zwar hier müsste irgendwo sein. Ah, ja, Mann. So schnell geht das. So, kann ich gleich wieder streiten. Oh, Entschuldigung, muss das Mikro schieben. Elite-Version der schweren Kugeln. Ja, wir werden immer besser hier. So. Ich habe den Bug immer noch, wie er sieht. Nein, da ist nichts. Das ist zum Tauchen. Na, Wasser? Nö. Ist nix. Hier vielleicht? Cumberland Bay? Nö, auch nicht. Es ist natürlich doof, dass die Karte jetzt so angezeigt wird. Haben wir gerade geguckt. Hier unten. Ah ne, da haben wir schon. In Kingston. Ja, da ist eine. Ach, jetzt kann ich nicht mal mehr reinzoomen, vernünftig. Okay. Tja. So, die 623 wäre das. Gucken wir gleich. Inventar, die Schatzkarten, die 6. Was habe ich gesagt? Ich habe vergessen. Doch, ist die. Aha, aha, okay. Gut. Die Frage ist die hier vorne oder ist die hinten auf der anderen Insel? Bei meinem Glück ist jetzt ganz bestimmt hinten natürlich. Dann schwimmen wir halt mal rüber. Na, check doch. Na, also gut sieht es immer noch nicht aus, mein Freund. Müsste eigentlich hier hinten sein. Hm. Tricky, tricky. Fernrohr an Land wäre mal nicht verkehrt. Weil er auch so scheiße lang schwimmt.
Boah, ich hätte nicht einfach die Schnellreise genommen. Jetzt war der ganz bestimmt falsch. Bei meinem Glück. Na, obwohl da vorne könnte es sein. Direkt hier vorne. Geradezu. Ah ja, und wir schwimmen und schwimmen. Und wir schwimmen und schwimmen und werden immer sauberer. Eigentlich, wenn wir aus dem Wasser kommen, müssen wir eigentlich so richtig schön blinken. So kling, kling, wenn wir so schön sauber sind. Eddie, bist du müde? Oder da hinten könnte es sein. Tschüss, Nusch. Obwohl, das sieht alles nicht so aus wie ein Schiffswrack. Ah! Hilfe. Also, ein Teil vom Schiff meine ich natürlich. So, hier hinten ganz bestimmt nicht. Oh, ich wieder an Land hier. Aha, aha. Wir laufen jetzt einfach mal alles ab. Ich mir denke, dass es sein könnte. Hundi höre ich bellen. Schlecht aus. Ja, so viel dazu. Hier hinten haben wir ja eigentlich nur Ruinen. Ich bin noch gerade ein bisschen abgelenkt, weil irgendwie riecht es hier drin, was auf Gas austritt. Wir haben kein Gasherd. Hm. Naja. Hm. Ist ja mal wieder eine ganz tolle Karte. Ich wäre einfach nur zu dämlich, Karten zu lesen. Das kann natürlich auch gut sein. Das kann nicht nur gut sein, das ist ganz bestimmt so. Hi, Leute. Oh, Entschuldigung. My dear fellow, can I help you? Nein. Ja, doch, du könntest mir... Doch, doch, du könntest mir einen Schatz suchen. Das wäre toll. Hem. Aber hier werden wir nicht fündig. Ich gehe mal zurück. Nein, ich will nicht zurück zum Schiff. Ach, Gag. Leute, ich weiß es nicht. Ich guck nochmal hier. Nö, aber oh, hier ist nichts. So, betreten. Akzeptieren. Das ist ja kostenlos. Der Filzschiff riecht so. Hm. Ja, egal. Wenn ich irgendwann nichts mehr sage, wirst du Bescheid. So, ich möchte nämlich gerne dann hier auch gleich zur Schiffswerft. Aber das möchte ich erst machen, wenn ich den Schatz hier gefunden habe. Weil nicht, dass wir jetzt zur Schiffswerft gehen, wir dann den Schatz finden und das auch wieder was für Schiff wäre. Und dann nochmal zum Schiff. So Schiffswerft müsste. Das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Ist hier hinten vielleicht was? Ja, drei Pute hier hinten. Dann sage ich natürlich nicht nein. Einmal rum. Ich merke mir ja die Karten auch nicht auswendig, wie sie aussehen. Da hinten! Das sieht doch gut aus. Genau das, sowas ähnliches, wie wir gesucht haben. Ach stimmt, und eine Mietekatze müssen wir ja auch nahelegen, ne? Da war ja was. So, dann mal gucken. Hier so. Da so. Ah! Da. Super!
wäre jetzt zwar ein bisschen Zeitverschwend, also ich, aber naja, was soll's, ne? Wie verzeiht mir das? Ach, ich muss es abstreichen. Moment, wenn er beschäftigt ist, bin ich das ja auch. So. Was haben wir denn? Ein Schwarzholzruder. Okay. 11 von 22. Na, sieht er, die Hälfte haben wir schon. Warte mal, 11? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe aber nur noch 7. Grüß. Habe ich noch nicht alle Schatzkarten? Habe ich irgendwas vergessen? So, guten Tag. Oh. You'll want nothing but can be found here, sir. So, zuerst mal ganz, ganz wichtig wie immer, verkaufen, weil wir haben ja Rum und Zucker an Bord. Das möchte ich mal gerne loswerden. Wir möchten Personal haben, das nüchtern arbeitet. Oder ich. Ihr würdet das bestimmt witzig finden, ich aber eher nicht so. So, Mörser. Ja. So, für das nächste. Ach du Heilige, wir brauchen mehr als 1000. Das ist jetzt schon. Ja, Lager für schwere Kugeln kostet, klingt jetzt doof, zum Glück nur Geld. So, Voraussetzung, Plan, bla bla bla. Ja, finden wir ja gleich. So, stärkere Harpunen können wir auch machen. Juhu, schön. Jetzt können wir nämlich auch die dicken jagen. Aussehen der Checkdown. Munition, wie sieht's denn hier aus? Ja, komm, füllen wir beides mal auf, wenn wir ja eh schon hier sind. So, Mörser vor allem, sehe ich gerade. Wir machen zu viel mit dem Mörser. So. Da wird sie wieder ein bisschen aufgehübscht. Ich glaube, optisch ist jetzt gerade gar nichts zu erkennen, denke ich mir. War ja auch komisch, wenn schon. Business well concluded. So, dann gehen wir hier noch hin. So, und die Montoren. Brauner, nö. Ach, der gefällt mir immer so gut. Ach komm, den nehmen wir. So. So meine Lieblingsmontur von Eddie. Aber wir können ja noch herstellen. Siehste, Kunstgegenstände müssen wir uns auch noch alle holen. Ach komm, 500, die können wir holen. Ja. 1009, die können wir uns auch holen. Liegt gerade noch alles drin. 2,1. Ja, komm, was soll's. Was soll der Geiz? Das teuerste kostet 3. Okay. Ach komm. Nein, nicht ablehnen. Beschädigen bitte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Ich glaube, das wird in Eddies Haus wird das aufgestellt, so viel es mir ist. Sicher bin ich mir aber nicht. So. Ich frage mich aber auch, was die für eine Bedeutung haben. Also, jetzt nicht kulturell, sondern warum man die hier im Spiel holen kann. Hab ich mich damals schon gefragt, warum habe ich mich deswegen dann nicht schlau gemacht. Ist es nicht. So, die Adlerfigur. Wie viel Adler sieht es hier nicht aus? Ach, okay. Und noch eine Gottheit. So, haben wir alle? Haben wir alle? Haben alle. Gut. Fracht verkaufen? Nein. Jagdbeute verkaufen? Nein. So. Good day. I hope I see you well. So, die hier gefällt mir am besten. Ich weiß auch nicht, ich stehe total auf schwarz. Wie gefällt sie euch? Oder möchtet ihr lieber, dass wir mit der anderen rumrennen? Ach, fragt es irgendwie fiel ja dann auch ein, dass das ja dann gar nicht mehr geht. So, Herstellung. Munition, machen wir, bestätigen. Dann. Die Jägermontur können wir herstellen, bestätigen. Aber jetzt nicht, dass wir die anhaben. Ja, genau, das wollte ich nämlich nicht. Ich glaube, jetzt haben wir sie an, ne?
Ja. Wer zieht sie an? Das ist die Jägermontur. Kätzchen jagen. Inventar. Nee. Okay. Edward Upgrades. Montoren. Na. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Hilfe? Achso, die müsste ich mir jetzt alle kaufen, ne? Piratenkapitänsmonitor. Sieht ja eigentlich auch nicht schlecht aus. Die sieht sogar ähnlich aus wie die, die wir jetzt uns gerade erworben haben, wenn ich sie dann wieder mal finden würde. Hallo? Hilfe? Nein, ich will nicht die Temperrüstung. Offizier? Nee. Na, zieh die an. Anziehen! Wie kann ich den jetzt anziehen? Bin ich dumm? Bisschen warm. Anziehen! Hilfe? Okay, ich bin überfordert. Muss ich das beim Meister hier vorne machen, oder was? Kann ich mir wahrscheinlich vorstellen. Hey, es geht um meine Montoren. Und zwar... Da. So. Also muss ich es doch bei ihm machen. Next time. Okay, jetzt haben wir genug Zeit vertrödelt hier. Schon wieder 16 Minuten rum. Wir waren jetzt in Kingston. Kingston gibt es übrigens auch nur eine Schatzkarte. Ja, ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Isla Providencia. Nö? Okay. Aber wir müssen dahin, einmal wegen der Truhe und dem Fragment. Ach komm, das machen wir. Dann haben wir das hinter uns. Und hier ist sogar eine Katze. Ist das denn auch ein Jaguar? Wenn das ein Jaguar ist, dann müssen wir den untertüten. Leider Gottes. Leider Gottes, ich bin gar nicht gläubig. Warum sage ich sowas? Da, ah. Oh, schön, dass hier gleich Spielgebiet ist. Natürlich ist hier ein Jaguar. Wie soll es auch anders sein? Wir haben ja sonst nichts zu tun. Oh nö. Ist das nicht die Insel hier mit den extrem vielen Katzen an einem Ort? Ach, stimmt. Da rennt die Katze hier vorne dann rum. Stimmt, da war ja was. Komme ich hier irgendwie ein bisschen weiter runter, aber nicht allzu weit? Muss ich hier auch noch eine Katze rumrennen? Das kann ich nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich müsste doch eigentlich wissen, wo meine Feinde rumrennen und wo nicht. So. Ja, spring mal runter. Du Stück. Was? Sorry, ich bin echt noch nicht wach. So. Na? Wie, das kannst du nicht wissen. Sag mal, Eddie, offen warum? Gefällt dir etwa deine tolle neue Montur nicht, oder was? Da ist sie. Katze! Komm mal ran oben, Meter. Oder zwei. So, dass ich dich erwische. Put, put. Put, put. Nein! Ah, Katze, lass das. Sieht er mich? Miets, miets. Ja, die sieht mich so. Okay. Plan B. Oh. So. Warten, bis sie sich beruhigt. Miets, miets. Bam. Damals, es tut mir so leid. Heute. Panther? Hä? Da steht schwarzer Jaguar, nichts vom Panther. Willst du mich verarschen?
kommt er? Ich brauche Jaguar. Oder sind das die gleichen? Ja, mir vorstellen. Versteht schon. Hör mal, ein schwarzer Jaguar ist automatisch ein Panther? Willst du mich verarschen? Nein. Falsch. Nein. Herstellung. Ja, Buckewal habe ich mir schon aufgeschrieben. Ja. Berserkerpfeil interessiert gerade niemanden. Katzenfellmonitor. Was zur... Ich habe total sinnlos gerade Tiere getötet. Ich bin schon wieder... Das ist Knöpfe. Viel zu viele Knöpfe. Wo ist denn die Checkdog? Da, ne? Jo. Warte mal. Wir gehen hier hin. Nein. Wir gehen hier hin. Ey. Wo kann ich hier nicht schnell reisen? Ach, wieder ein Fehler. Okay, alle klar. Gut, ich verstehe. Ich bin nämlich jetzt zum Boot. Das ist ja jetzt doof. Ah, wie kann man nur so dumm sein, Nadine? Ja, jetzt wisst ihr, wie ich wirklich heiße. Ich sollte echt nicht aufnehmen, wenn ich noch so übermüdet bin. Wenn ich noch so übermüdet bin. Ja, okay. Beiboot? Lass mich verarschen, hier ist kein Beiboot. Hier ist kein Beiboot? Warum? Warum tust du mir das an, Spiel? Sonst sind immer Beiboote. Irgendwo an der Küste. An Orten, wo man nie denkt, dass man da ein Boot finden würde. Wo man keine Ahnung von hat, wie das überhaupt dahin gekommen ist. Ja, genau. Und hier ist das Gebiet nicht... Ich fühle mich gemobbt. So, nee. Nö. Ach, ich muss ja... So, dann hier. So. Das gibt's nicht. Ja, toll. Ich möchte jetzt eigentlich nur gerne nach Hause. Ich möchte nur zu meinem Schiff. Mehr möchte ich nicht. So. Und dafür renne ich jetzt einfach hier entlang. Mega. Entlang rennen, nicht klettern. Oh Gott. Ja, siehst du, es ist dir fast die Beine gebrochen. Hättest du mal das gemacht, was ich dir auftrage, dann wäre es jetzt nicht so weit gekommen. Aber nein. So. Na, Leute. Könnte ich jetzt vielleicht um die Insel fahren und da ein Beiboot hinpacken? Also, bringt mir jetzt sowieso nichts mehr. Ich glaube nicht, dass wir hier nochmal auf die Insel zurückkommen werden. Yep. Na, Leute. Ja, in See stechen. Wir müssen ja noch eine Kiste und ein Fragment holen. Und natürlich hoffen, dass wir hier in der Nähe noch unsere Schiffe finden, damit wir hier schön entern können und alles. So, wir haben da einmal die Truhe. Natürlich hinter uns. Wo sonst? So, dann... Was haben wir denn da vorne? Rum Zucker. Hm. Haben die jetzt alle nur noch Rum und Zucker dabei, um mich zu ärgern, oder wie?
Sag mal, wie viel Pech muss man denn bitte haben? Naja. Schon, wir gehen in die Kiste jetzt in Ruhe. Ich finde schön, dass die Männer immer noch so motiviert sind. Aufgeilen! Nehmt Druck vom Baum! Gucken, wie wir das hier am dümmsten anfahren. Setzt jeden Zoll Segel! Ja. Komm, Segel reffen! Alle so. Segel reffen! Weg! Mal gucken, ob die Petze immer noch da ist. Nein! Captain im Meer! Natürlich ist die Petze noch hier. Da ist Treibgut. Vögel hören sich hier auch komisch an. Zucker! Yay! Genau das, was ich suche. So. Saphir-Ohrringe. 46 von 46 Ton. Ja. Wie, ist keine Herausforderung? Bin ich jetzt gerade ein bisschen enttäuscht. Ist halt nicht so, dass wir schon genug Herausforderungen gemacht haben, aber nein. So, hoch. Rauf auf die Checkdown, mein Guter. Dann. Tuck, tuck, einmal drumherum zum Animus-Fragment. New Bone, mal kurz gucken. Nee, New Bone ist nix. Das blaue Loch ist ganz bestimmt nix. So, hier ist jetzt übrigens endlich die Mission frei, die wir dann noch machen können. Mysteriosa. Ja, Mysteriosa. Obwohl, hier glaube ich auch noch, ne? Long Bay. Ja, Long Bay ohne. Also ihr seht, wir haben echt noch einiges zu tun. Ich muss vielleicht die richtige Taste drücken, damit er losfährt. Oder lossegelt. Echt noch viel zu tun. Bevor wir dann bei der Hauptmission weitermachen. Oh. Oh Gott. Warum habt ihr nicht das dabei, was ich brauche? Um dich zu ärgern. Ach so. Nein, ich wollte schneller. Das wollte ich. Oh, da vorne ist die Insel auch schon. Traumhaft. Hinter der Insel ist eine kleine Insel mit einem Fragment. Hm. Da ist aber noch was. Wir zerschellen gleich ein Land, Captain! Nein, Mama. Nimm die Rahn aus dem Wind! Ich weiß noch mittlerweile, wie das Abhaken geht. Ah, Treibgut haben wir hier. Andere Seite. Super! Dreimal Stoff. Das Fragment ist hier oben. Das wird eine enge Geschichte. Ah, nee, geht. Das muss passen, Eddie. Danke. So, jetzt haben wir auch 30 Fragmente. Alle 200 Animus-Fragmente waren das. Echt jetzt? Wirklich? Das war 200? Wow. Ja gut, stimmt. Wenn man die ganzen Unterwasserdinger dazu zählt und das gibt's nicht. Und die ganzen Dingens noch dazu, Oh, jetzt hätten wir beim Buckelwal noch anhalten können. Ich würde aber sagen, Leute, wir machen für heute Schluss. Ja, war eine schöne Zeit mit euch, aber ich muss Schluss machen. Das ist... Nein. Ich bin nicht gut in solchen Sachen.
Ich bin nicht witzig, ich bin leider Gottes spontan witzig, was mir dann oft ein Strick draus gedreht wird. Aber egal. Ich danke euch fürs Einschalten, ihr Lieben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wo wir denn... ich lasse mir noch was einfallen machen. Ja, klingt nach einem Plan, ne? Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.